geht jetzt gleich wieder über die hässliche S-Kurvenstreue, die ich nicht mag. Ja, ich wollte einfach mal anders fahren. Warum steht hier ein Auto? Nee, ich fahre einfach rund rum. Kreisverkehr wird überbewertet. Mikrofon deaktiviert. Tja, das ist nicht mein Problem. Das heißt, die Oder erste schon. Folge hört ihr dann nur Aaron. Haha. Eventuell. Ja, was machst du denn? Ich will ja nicht, ich wollte eigentlich schon auffahren, aber ich bin irgendwie hängen geblieben. Ich wollte eigentlich nur auffahren. Okay. Ja, ich wollte eigentlich schon auffahren, sonst hätte es immer geklappt. Nicht hier rundherum eiern. Oh. Schade um meinen Sprit. Frag mich mal. Frag mal meinen Sprit. Der ist ja nicht billiger. Na ja, du fährst ja Benziner. Ich war Diesel. Endlich losgelöst von der Erde. Schwebt der Döner zu dem Mund. Oh, danke, jetzt weiß ich, was ich mir morgen holen kann. Der schmeckt so lecker. Ich wollte ja jetzt ja diese Woche noch zum Grit hoch, ne? Aber nur vom Carola-Platz. Was, du Grit? Ja, Friseusen. Ach so. Ruft die an, ja? Hat gesagt, ab diese Woche Urlaub. Das ist schon geil. Ja, ist auch schön. Ja, ich hätte es am liebsten gleich mit dem verbunden, wenn ich ja in Edi Ergotherapie da oben habe. Dass ich da quasi das Ganze. Da hätte ich nicht den ganzen Weg wieder auf. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, es Ist ist der Ahorn, er sucht sein Rind. Ach, Ahorn, lass das Suchen sein, du findest heute weder Rind noch Schwein. Ich hab heute bösen Fuchs gesehen. Was? Ah, ein Füchschen habe ich heute gesehen Hast auf dem Weg zur Arbeit. du mir denn nicht mitgebracht, ey? Ich dachte endlich mal kostenloses Fleisch. Nein, das war noch ein junger Fuchs. Egal. Nein, ich tue doch keinem Fuchs was, die sehen so knuffig aus. Mit Können ihrem aber teuren knuffigen Schäden anrichten am Autos. Haha! Ja, man muss überfährt, ja. Ja, manchmal ist Joghurt keine Chance. Ja, das stimmt Also wenn ich an die allerdings. Bäckerei dran denke, unten bei Merseburg, die Landstraße zweispurig vor Merseburg. Und Ja. wenn ich auf der linken Fahrspur gefahren wäre, hätte ich volle Kanne mit 80 oder 100 Sachen das Reh mitgenommen. Dann wäre das Ja, Auto Mode gewesen und ich auch. das Reh hätte es schon ausgehalten. Ja, das ist schön, nämlich gar nicht. So, ich hatte diese Kurven nur mit 90 oder mit sechzehn, Aber wenn du ja, mal überlegst, ich bin dreißig. an einem Tag bin ich teilweise 600 Kilometer gefahren. Also Deswegen mag ich. ich bin im Monat bin ich teilweise über 10.000 Kilometer gefahren, das was ich überhaupt ein Jahr fahre mit meinem Auto. Das ist Wahnsinn. Und dass sich das überhaupt unten rechnet. Egal. Ja. Bei uns die Bäckerei, wo ich gearbeitet habe, die macht jetzt hier schon um 3 den Laden dicht. Ja. Und ich halt nochmal. Ja, angeblich wegen Personalmangel. Ja. Halt auch schon schwierig überall zu in der Welt. Ja. Das glaube ich.
Oh, dieses Gekurbel Ich glaube hier. nicht, ich weiß es ja. Also ich hoffe, dass es bald immer dann besser wird. Ich habe ja jetzt heute von Hechte keine Werbung, Temu, ein Paket erhalten. Wo da sind diese Ringe drin, wo ich meine Hand massieren kann. Und wenn ich das zusätzlich mache zur Ergotherapie, vielleicht bringt das ja doch ein bisschen was. Ja, schauen wir mal. Und wenn es so nicht ist, dann habe ich das Problem, dass ich wahrscheinlich Ende August, Anfang September auf dem Tisch liege. Weil ich will einfach weg, die Schmerzen weg haben. Ich will die Sport nicht mehr. Glaube ich, kann ich auch nachvollziehen. Es ist das Einzige, ich habe mich schon langsam an die scheiß Arbeitslosigkeit gewöhnt. Ja, aber es ist aber scheiße. In der Hinsicht, du hast, also ich habe zumindest jetzt, sage ich es mal, kein Zeitgefühl zum Teil mehr, teilweise mehr. Ja, so ist das, wenn man dann lange Zeit nicht mehr macht. Das war das zeitliche Aufstehen immer gewöhnt. Oh ja. Aber ich hatte dich übrigens echt so verstanden gehabt, dass du um 7 losfährst. Bei dir daheim. Ich dachte so, gut, okay, gehst erstmal noch fix zur Tanke, holst noch einen Kaffee. Alles gut. Da habe ich dann noch mit jemandem gesprochen gehabt, die mir auch einen Tipp gegeben hat, wo ich arbeiten könnte eventuell. Ist ja bei uns in der Nähe, in der Sektor, die. Aber weißt du, wie ich in der Sektor, die mit einer kaputten Hand? Leute verprügeln mit dem Schlagstock. Ja, warum? Oder klein mit der Waffe. Ja, und vor allen Dingen, weil ich so ein herzensguter Mensch bin. Natürlich. Du sagst halt einfach, wenn geht ja, dann geht es los, ja. Genau, warte mal bitte. Ich mach mal ganz kurz hier Sound runter drehen. So, bin ich dir zu laut? Nee, du nicht. Das hätte ich jetzt angesagt. Aber der Motor ist zu laut. So. Der Motor! Ja, ist es jetzt besser? Oh ja. Denke schon, ein bisschen besser ist es. So, bist du denn schon wieder hingekurvt? Zum grünen Punkt. So, zum grünen Kreis. Zum grünen Punkt. Und oh, scheiße, muss ich hier rein. Blutstille hat dann, ja. Da kommt was. Ja. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Keine Ahnung. Neuntausend. Das klingt schon mal gut. Ich muss es auch so noch aufladen. Oh. Da, mein Kerl muss arbeiten. Ja, ich arme, genau. Meine Damen und Herren, was ihr nicht hört, ich habe in meinem linken Ohr Musik. Rote Rose, Rose, Rosemarie. Was erzählst du? Kennst du vielleicht noch von früher, Rosemarie? Du willst zur Rosen, zur roten Rosen, Rosemarin. Rosemarin ist doch eine Pflanze. Zur Rosa, ach Quatsch. Doch nicht zur Pflanze. Rosen in die Hand. Rosen aus Amsterdam heißt es doch. Ach nee, Tulpen aus Amsterdam. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Das muss ja eine schöne Stadt sein. Amsterdam, da war schon im Eurotruck Simulator öfters mal. Apropos, der S2, ne? Ja. Du fährst ja schön los. Natürlich. Sag doch mal einen Ton. Miau. Hat ja ein neues Update rausgebracht. Mach die Schranke auf. Bei mir. Ich hab's ja lecker vor. Da ist ja